Herr Dr. Schenk, eine der schwersten Bandverletzungen zeigen Sie uns in diesem nächsten Fall. Ein junger Mann, der bei einem Lawinenunglück schwer am Knie verletzt wurde. Ja, der ist also unter den Schnee, unter zu viel Schnee gekommen, wurde dann Gott sei Dank lebend gerettet und hat sichtlich bei diesem Unfall als Snowboarder sich das Knie verrenkt. Das heißt, es ist das Knie völlig, also das nennt man Luxation, das Knie ist praktisch aus seiner Verbindung völlig heraus. Problem, erstens, der Oberschenkel bleibt vorne, das Knie ist jetzt nach hinten, also der Unterschenkel ist nach hinten. Und wenn man ein bisschen anatomisch ein Wissen hat, dann weiß man, dass hier hinten die Arteria pulpitea läuft. Ja, das wichtigste Gefäß, also ernährende Gefäß für den Unterschenkel. Ja, das kann natürlich bei einer Luxation schon zu einem Schaden kommen dieses Gelenkes. Der Patient wurde eingeliefert ins Krankenhaus in Zams mit dem Helikopter. Ja. Was haben die gemacht? Völlig richtig. Erstens reponiert, also eingerichtet. Und was sehr gut ist, sie haben eine Gefäßdarstellung gemacht. CT mit Gefäßdarstellung. Um zu sehen, ob dieses Gefäß einfach verletzt ist oder letztendlich, ja, was da los ist, wie es drinnen ausschaut, okay? Wirklich professionell gemacht, vor allem zwei Gründe. Wichtig, ich weiß das, muss nicht da Puls messen und solche, also Pulswellen messen, das kann man auch machen. Und vor allem, ich weiß, dass ich es nicht gleich machen muss. Aha, das heißt, das ist für die nächsten OP-Schritte einfach wichtig, was also ist akut? Damit kann ich einen ganzen Tag planen. Und das ist ja viel Arbeit, so eine Knieluxation. Der Patient ist dann zu uns gekommen, wollte sich also möglichst bald operieren lassen. Und das, wie es halt immer so ist, in der Nacht sagt man dann immer ja. Also als erstes bei diesem luxierten Knie in einer ruhiggestellten Schiene ein MRT gemacht. Und da sieht man sehr schön, dass sie es eigentlich gut reponiert haben, ist gut in einer guten Position. Aber das innere Seitenband komplett zerfetzt von oben, eigentlich hier oben bis hier unten. Mhm. Die Meniszis sind in einer guten Position. Das vordere Kreuzband ist noch relativ lang. Ja, das heißt, da hat man schon einen Gruß auf eine Refixation. Ja, und das hintere Kreuzband ist auch relativ lang, geht da hinunter. Das heißt, um es auch nur mal zu übersetzen, Sie gehen davon aus, dass Sie dieses Kreuzband wieder reparieren können und dann ein Gelenk anbringen können. Genau. Und also es gibt da verschiedene, und ich habe schon alles probiert. Es ist sehr schwer, ich habe das gemacht früher, durch einige, eigentlich ziemlich viele, und vordere und hintere Kreuzband Ersatzplastik in einem, das ist schwierig. Ja, man hat das Problem mit der Transplantatwahl, welche Sehne nehme ich wo, woher und wo gebe ich sie hin. Mhm. Ja, weil es geht auch um die Dicke des Bandes und um die Dicke des Transplantates. Da ist der Semitendinose sicher die Number One für mich. Der benachbarte Sehne ist dann zu dünn, meiner Meinung nach, fürs hintere Kreuzband. Also dann muss man sich überlegen, was mache ich mit dem vorderen, was mache ich mit dem hinteren. Nehme ich da dazu die Quadrizepssehne, das wäre diese Sehne, oder nehme ich die Patellasehne, dann schädige ich die Leute und dann tue ich ihnen schon weh, auf einmal. Und wenn man das alles auf einmal mal macht, plus, da wir ja wissen, dass das Knie allein, nicht alleine aus Kreuzbändern besteht, sondern auch aus Zusatzstabilisatoren, dann ist das Konzept, was sich auch mit dem der Amerikaner deckt, ist, dass man zuerst einmal die Peripherie repariert. Mhm. Ja. Ist die Sehne jedes Menschen gleich beschaffen oder gibt es da auch Unterschiede? Für jeden Menschen ja. Mhm. Ganz interessant, wenn man beide Seiten operiert, es ist immer dasselbe. Ne? Aber es gibt natürlich völlig unterschiedliche Sehnenlängen, Sehnenstärken, individuell unterschiedlich. Mhm. Ja, aber die große Frage, ein vorderes Kreuzband, wenn ich das ersetzen will, ist die Sehne zu stark, ist das Transplantat zu stark, reibt es am hinteren Kreuzband, das sind die wahren Themen. Mhm. Wie dick muss das wirklich sein? Und das muss man auch ein bisschen ein Gefühl haben dafür. Und es gibt ein paar Indikatoren, wie zum Beispiel die Weite dieses Raumes hier, die Weite der Fossa. Wenn ich da große, ist eigentlich logisch, wenn ich ein großes Tor habe, dann kann ich was Größeres hineintun, dass das Auto durchfahren kann. Okay. Ja? Das ist aber letztendlich individuell zu entscheiden bei jedem Patienten. Sehr individuell, also sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Da hier
haben wir dann Folgendes gemacht, also eine gute Planung gemacht, gewusst, okay, die Gefäße sind in Ordnung, Planung, Refixation nach unten, des hinteren Kreuzbandes, ja. Refixation nach oben, des vorderen Kreuzbandes und Reparatur der Seitenbänder. Wie werden Seitenbänder repariert? Einen Schnitt machen, hinnähen, Fäden, Spannnähte geben, damit sie wirklich eine Stabilität von der Peripherie her haben. Ah ja, Spannnähte werden da gesetzt. Da muss man die anatomischen Strukturen schon ganz genau kennen. Okay. Damit man diese Sehnen richtig setzt. Und ich bin Gott sei Dank noch aufgewachsen in einer Zeit, wo es praktisch keine Ersatzplastiken gab. Und da haben wir alle Knie eigentlich mit Kombination Peripherie und Nähten der Bänder wieder rekonstruieren müssen und häufig stabil herbringen müssen. Und es gibt viele gute. Ja, und viel altes Wissen, das da immer noch zum Einsatz kommt. Ich sehe heute noch viele alte Patienten, sogenannte alte Patienten, die irgendwann einmal vor 30 Jahren eine Rekonstruktion bekommen haben. Mhm. Und das ist dann schon eine Erfahrungssache, weil ich kenne auch von wirklich namhaften Chirurgen, da wissen sie ganz genau, wer hat das gemacht. Und ich kenne die Alten noch und wenn ich den sehe, sage ich, ja, bei dem waren es, zeigen sie her, schau ich mir das an. Und dann sieht man, dass die eigentlich wirklich gute Arbeit gemacht haben. Toll. Früher war das meiner Meinung nach viel schwieriger wie heute, weil da brauche ich ja nur Bilder schauen. Ja, ja. Und die richtig interpretieren, aber damals hat man nicht so eine Vorbereitung gehabt. Mhm. Gut, das ist das Zwischenergebnis leider, kommt nachher. Die Geschichte kommt erst nachher fertig. Äußerer Gelenkskomplex, der Bandkomplex ist schön straff, innerer Bandkomplex ist auch schön straff. Das vordere Kreuzband ist in bewährter Manier gut nach oben hin aufgespannt. Ja, schaut eigentlich fast optimal aus. Das hintere Kreuzband habe ich hier hinunter über einen Knochenkanal rausgeleitet und mit einer Schraube unten fixiert. Sieht alles wunderschön aus, nur... Wo ist das große Aber? Jetzt kommt das Aber, wir gehen ein bisschen schneller durch. Der ist dann mit meinen Münchner Freunden in Kooperation weiter behandelt worden. Da schaut er schon gut aus. Das ist jetzt da 3 Monate oder 2,5 Monate bis 3 Monate. Das innere Seitenband verheilt, das äußere Seitenband ist sowieso gut. Ja, und das vordere Kreuzband schaut eigentlich schon recht lässig aus hier, gut. Hinteres Kreuzband, hat man gesagt, sieht auch gut aus. Ja? Wo ist das Aber? Das Aber war da, dass er leider sekundäre Instabilität entwickelt hat, mit der er nicht zurechtgekommen ist, und zwar eine Instabilität nach hinten, das heißt eine hintere Schublade, und das hat er nicht kontrollieren können mit seiner Muskulatur. Hat man gesagt, okay, jetzt machen wir eine Sehne hinein. Die Aufgabe war die Sehne an diesem guten hinteren Kreuzband, was da unten nicht richtig angewachsen ist oder nicht richtig stabil genug angewachsen ist, vorbei zu schwindeln und die Sehne ihm dann stabil zu verankern. Mhm. Und da schauen wir jetzt, ob das der richtige Nummer ist, schon ist. Ja, da sieht man hier, ist das hintere Kreuzband hier. Also das heißt dann ein neuer Eingriff? Praktisch noch nicht ganz. Das ist dann ein arthroskopischer Eingriff, wo man dieselbe Sehne, die ich für das vordere Kreuzband nehme, baue ich dann als hinteres ein. Der ist noch nicht hundertprozentig ausgeheilt, also der braucht noch ein bisschen hier zum Durchbau, aber der ist sehr schön stabil. Mhm. Da habe ich nur mehr 1 plus Schublade, wie man sagt, das ist ein ganz kleines Spiel. Aber das ist schon ein sehr gutes Ergebnis jetzt, ein sehr gutes Zwischenergebnis und vor allem das vordere Kreuzband ist wunderschön geheilt. Seitenbänder sind gut und er ist hochzufrieden. Okay, das Endergebnis in diesem Fall schaut wie aus? Das Endergebnis soll eine freie Beweglichkeit oder nahezu freie Beweglichkeit sein und eine gute Stabilität. Und das ist gelungen? Das ist gelungen.